Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ark mit dem Bracalone und dem Master Black. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ja, Ja, also, ja, das kommt oft mal vor, ja, da hast du vollkommen recht. Also Master Black stellt immer noch einen Rekord auf im Dauersterben, wie wir feststellen. der Also, gleiche Raptor. der gleiche Raptor hat dich getötet. Ja. Das ist schwierig. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas können nur Profis, ne? Und jetzt noch ein Dillo vielleicht. Das Oh, wär's. eine Dillo-Armee. Ja, es ist schon So, wo soll ich schwierig. das Es Zeug ist. reinschmeißen? In den mittleren, bitte. Hast du die umbenannt? Nee, Ich hab da egal. nichts benannt, ich hab da nichts Das benannt, kann nee. doch nicht dein Ernst sein. Hier sind tausende Dillos. Das kommt als mal vor, doch, leider. So, warte mal, die nehmen wir mit. Ah, Die nehmen wir zum mit. Glück. Nein, das darf nicht dein Ernst sein. Hab ich ja noch. Es regnet. Oh, Ich finde das super. Dann Nein. Wood Fiber. Tobi, warte mal, renn mal nicht weg. Renn mal nicht weg. Will ich auch nicht. Es hört sich Wood. so an, ob ein Kano hinter mir herrennt. Das wäre sehr problematisch für dich, würde ich fast behaupten. Aber zum Glück nicht. Gut. So, dann kommt das. Guck mal, ich tu dir da mal die da rein, ne? Guck mal in den Schrank rein. In welchen? In der Ja, in den Mitte. mittleren. Hol dir mal die Armbrust, die Armbrust, die Slingshot raus und ein paar Steine, so um die 30 oder sowas. Oder wie viel What du auch the hast. fuck? Wieder ein brennender. Nee, also ein Trike hat fast ein Krokodil erledigt. Dann kämpf lieber nicht gegen den Trike. Hast du? Hast Jo, du? hab Hast ich. du? Gut. Hab ich Wir jetzt. holen uns jetzt den Stego da hinten. Moment, ich will erstmal Platz schaffen. So, jetzt muss ich wieder gucken, wo Ich der habe Eingang Nako. ist. Ja, in dem ersten habe ich Nako noch reingemacht. 6 Stück habe ich. Okay. Nimm die mal mit. Okay. Nimm die mal mit, würde ich fast Okay, behaupten. bin bereit. Okay, komm her. Bin Wenn wieder wir. da. Wo bist du? Cool. Ah, da. Okay, komm. Runter, runter, runter. Wenn wir Glück haben, kann er Oh. halt nicht angreifen, ne? Also. Wenn doch. Dann lauf. Also, ich schieß mit den Narkosepfeilen drauf. Ne, er kommt nicht raus. Schieß nicht zu viel, ne? Nicht, dass er dann stirbt. Achtung, reicht, reicht, reicht. Ja. Perfekt. Alles gut, mein kleiner, dicker, hässlicher. Ist Dodi noch da? Dodi Ja, ist noch da, Dodi lebt noch, ja. noch. Noch. Nicht mehr lange. Ich bin auch wieder da. So, nächster. Wunderbar. Ach. Wo seid ihr? Okay. Wir sind hier hinten. Hier unten. Ja, Ich hole hier. mal. Wir könnten dann zu dritt. Oh, guck mal, da kommt ein blauer Strahl ins Wasser runter. Sehr schön. Wir könnten dann mal die Steine um den kleinen Dicken hier wegmachen. Okay. Aber pass auf, dass du nicht den kleinen Dicken schlägst, ne? Den auch, der den großen. Habt ihr eine Ja. Spitzhacke oder so? Guck mal, ich habe in den rechten Schrank. Ach so, nee, habe ich jetzt nicht ein. Warte mal, ich. Nee, ich kann dir leider auch keine machen. Warte mal, dann nimm du meine Axt. Nimm du meine Axt. Kann ich die auch so? Ja. Guck mal, ich habe dir meine Axt hingeworfen, irgendwo. Hab ich. Gut. Ja, ganz toll. Jetzt kann ich mein Zeug nicht reparieren. Wieso nicht? Weil mir Torch fehlt. Aber ich habe nicht gedacht, dass es einen Kano gibt, der brennt. Also ich habe auch noch nie einen brennenden Kanu gesehen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, dass es hier so Bossmonster gibt. Au, was soll das? Ach so. Oh. Nee, ich dachte, du schlägst mich. Ich hab. So, die Seite ist frei. Ich helf dir. Level up. Glückwunsch. Yay. Ihr dürft nicht diese Stimberries hingeben.
Doch, solange er sie nicht isst. Ich hab das mal gemacht und dann, okay, stimmt, stimmt. Ich kann gut möglich sein, dass das vielleicht nicht so schlau ist. Ja, hast du recht. Okay. Wie weit ist er? Ah ja, er hat ja noch ein Stück. Wann kann man den Parasaurus-Sattel machen? Paras? Eigentlich kannst du den ziemlich am Anfang machen. Warte mal mit, Achso, das sehe ich hier gar nicht, ne? Da muss ich in das hier rein. Den Parasaurus. Okay, sieht man nicht. Leider nicht. Aber ich glaube mit Level 10 spätestens. 10 oder 15. Und was ist drin? Was ist wo drin? Level 25. Könnt ihr das schon aufmachen? Ja. Ja, okay. Es war's. Blaupausen. Von, was waren das? Von einer Metallaxt. Mhm. Und eine Metalltür. Okay. Ja gut, ich finde die Metall, die Blaupausen gar nicht so schlecht, weil du brauchst die Fähigkeiten da nicht zu lernen. Ja. Das heißt, zum Beispiel der Master könnte die jetzt halt schon herstellen, wenn wir jetzt eine Schmiede hätten. Ich bin rausgeflogen. Was? Wie rausgeflogen? Aus dem Game? Ja. Wieso denn das? Keine Ahnung. Was geht? Also ich bin noch drin, ja, bei mir funktioniert noch alles. Ich joine mal eben. Wie heißt das Passwort nochmal? Das werde ich dir jetzt in der Aufnahme nicht sagen können, ne? Warte, ich schreib's dir MTS. Jo. Weißt du, wie man das nachguckt? Wo man. Nee. Wenn du ihn. Ja, erklär's ihm mal. Nee, erklär's ihm, Tobi. Ganz unten, da hast du einmal Daisy Psychos Teamspeak Server stehen, wo ganz viele Sachen sind. So, Master Black wurde von mir in den Channel geschoben und so bla bla bla. Siehst du das? Ja. Und rechts neben dran steht der Channel-Name, in dem wir gerade drin sind. Sinn des Lebens. Genau, klick da drauf. Ja. Dann steht, ach, okay. Dann steht da mein Name mit dem Passwort. Okay. Gut. Tobi, guck mal hinter dich. Da kommt schon wieder so ein blaues Teil runter. Ja, das dauert ja noch. Wo waren wir? Was machen wir jetzt? Also momentan tame ich ja den, okay. Den Stego. Was wir brauchen ist Haut. Du könntest vielleicht, wir könnten vielleicht Haut sammeln gehen. Dass ich ein paar Viecher töte und wir dann Haut sammeln. Weil für den Stego brauchen wir 200 Haut. So viel haben wir noch nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwo. Wo bist denn du gerade? Ah, da. Bei unserem Ding. Guck mal, der da vorne zum Beispiel. Der hier. Der sieht doch nach Frischfleisch aus. So, dann gebe ich das erstmal ein. Ich hab's eben auf meinen Arm geschrieben. Wir stehen jetzt auch nur dumm rum. Ich wollte es gerade sagen. Yes. Sind die auf passiv eingestellt oder was? So. Ah, deswegen, okay. Die waren passiv oder? Ja, die waren auf passiv gestellt. So, jetzt einmal pfeifen. So. So, ihr dürft gerne unsere Gegner angreifen, ne? Also, es ist kein Problem. Jetzt ist er weg. So. Jetzt müssten die Haut und sowas eigentlich drin haben im Inventar. Oder sie... Klappt nicht so, ha? Nee, jetzt ist das Spiel komplett ausgegangen, glaube ich. Eieiei. Ja, wenn nicht, starte nochmal. Nein, ist ja nicht so schlimm. Ja, 100 haben wir ja schon mal. Du das nächste Opfer? Guck mal, hier ist nochmal so ein. Geh erstmal an das Blaue, du bist gerade. Nee, egal. Jetzt geh ich. Oder geh du, egal.
Ich guck noch mal nach dem Steak und der Zeit. Nach dem Steak. Oh. Steak. So ein fettes Steak hätte ich jetzt eigentlich auch voll Bock drauf. Ja, wieder Blaupausen, Metallstruktur und ein Helm. Ein Helm ist gut. Ja. Huch, das war der falsche. So. Okay, uch. Ich wollte dich gar nicht so. Achtung, der kommt zu dir. Okay, tot. Wisst ihr, jetzt braucht ihr mir auch nicht mehr zu helfen. Aber echt. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn wir die Dillos da mit reinziehen. Weil die reißen, glaube ich, bloß das Fleisch raus und weniger die Haut, ne? Ja, die haben alle nur Fleisch drin, so wie ich sehe. Der hatte jetzt 6 Haut drin. Der hat auch nochmal 4. Okay, ich habe jetzt 19 Haut. Kann ich auch mitleben. Da liegt irgendwas. Was ist das? Ach, Körner, das braucht man nicht. So, okay, wir haben jetzt 116 Haut schon mal. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Dass ich dann. Oder Tobi, kannst du eigentlich nicht auch dann schon Stego-Sattel machen? Weil dir Ne. würden die Erfahrungspunkte ja eigentlich mal besser tun als mir, ne? Ich gucke mal. Schön wär's bei mir. Ach, guck mal, da bist du ja wieder. Bin schon Wer ist denn der gespawnt. Sattel überhaupt? Stego-Sattel. Entweder habe ich das überlesen oder ich hab's nicht. Vielleicht hast du es noch nicht gelernt, kann ja auch sein. Ich guck gerade komplett in allen. Trike-Sattel habe ich da. Warte mal, der ist in Abzug. der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte mal, nach dem Trike-Sattel. So. Nach dem Zweig 1, 2, 3, 4, fünfte Reihe. Warte, Ich noch ein weiß gar nicht, ob du Stöcker. den schon machen Eins, kannst. zwei, drei. Nee, Der kann ich nicht. Stego Das braucht kann ich noch noch ein nicht. Stöcker. Ach so, Level Digga. 30. Ah, okay, du bist noch. Ach, du bist erst 28. Okay, ich sehe es gerade. Was braucht der Stego? Noch ein Stück Taming und dann. Ja, das passt schon. Okay, da ist nochmal so ein. Warte mal, dann mache ich das anders da. Ich gehe jetzt jagen mit den Jungs hier. Hier ist noch ein Trike. Du Hat brauchst einer nicht einen mit. Bogen für mich? Ist Marco fallen? Leider nicht. Nein, ich habe bloß einen Bogen momentan. Aber dieser brennende Kano, der war hier auch in der Nähe. Der was? Der brennende Kano, der war hier auch in der Nähe. Okay. Er ist doch drauf. Ach, das ist blöd. Der kleine Dodo, der folgt mir dann andauernd, wenn ich die dann rufe und wegschicke. Ja, ich hatte keine, wie ist's? Ich hatte keine Axt habe ich. Weil ich meine Axt habe ich weggegeben. Ich hab ne volle Oh. Axt. Komm, Achso, was du. eigentlich könnte Ich man brauch denen die ja die gerade nicht. Level. Der ist gerade nicht. Der hat Level ab. Also die hätten momentan einen Angriff von 400%, das ist schon richtig heftig. Da unten sind verdammt viele Turks, aber ich glaube, Twikes. Ich sag immer Türken, Hier ist ein Trike, der feststeckt, glaube das ich. Problem ist, die sind geboostet, oder? Obwohl, der ist jetzt eigentlich nicht geboostet, ne? Den Wie könnte viel man Level haben die denn vielleicht. hier? Willst du so ein Schwein haben oder soll ich es töten?
Wenn du es töten kannst, dann töte es, weil die bringen richtig viel. Die bringen, das steckt ja fest. Die bringen wirklich sehr viel halt. Ich überlasse dir den auch mal. Ich gehe mal bitte Dillos weg, nicht dass die das angreifen. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Da war doch noch irgendwo so eine Sau. Da ist noch ein Parasaurus. Den könnte man ja eigentlich auch dann tamen. So, warte mal. Hätte ich vor ihr bleibt jetzt da. Du kriegst noch ein bisschen mehr Schaden. Wie sieht's mit dem Stego aus? Der ist gleich fertig. Der ist gleich fertig, gut. Dann hole ich nämlich das Zeug mal bei dem raus soweit. Ah, dauert noch ein bisschen. Okay, dann nehme ich mal aber mal hier. So, mehr Steck werde er nicht brauchen. So, dann nehme ich mir das noch mit raus und das hier. Brauchst du Narkobären? Wenn du hast, nehme ich gern. Okay. Im Übrigen ist es... Hä? Fiber? Nee, brauche ich nicht. Im Augenblick nicht. Obwohl... Nee, brauche ich eigentlich nicht. So, er ist weg. Ah, ich hatte ja Level Up, mal gucken. Hast du den jetzt erst fertig gelootet? Ja. Wie viel Haut hat er gebracht? 47. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Okay, ich kann kein weiteres Narkosemittel herstellen. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe noch 11 Narkosepfeile. Das könnte ich jetzt auch erlernen. Das mache ich auch. Ups, ich bin zu weit. Kann ich lernen. Was ein Radio? Ach so, ein Radio. Okay. Ja, die Lust bleibt weg, ne? Ja. Ich warte zwei gut. Wunderbar. Das kriegst du, das kriegst du, das. Hab ich das, eine Wasserflasche das, gemacht? Wo ist die hin? Das. Keine Ahnung. Ah ja, okay. So, lassen wir den mal hier ein bisschen rumliegen da. So, dann kriege ich mal nämlich den auch bald. Dann haben wir Däppchen den fünften auch bald getamed. Oh, was braucht denn der Stay? Oh, ein Parasaurus Level 48 ist eigentlich ganz gut. Ja, hast du irgendwas Narkosemittelmäßiges? Nee, ne? Nee, leider nicht. Okay, der dürfte jetzt gleich fertig sein mit seinem Taming. Ups. Dann sammeln wir mal noch ein paar Beeren, vielleicht können wir noch ein bisschen Narkosemittel herstellen. Ich helfe dir mal schnell mal. Ich helfe dir mal schnell noch. Oh. You have a Stego, hey, Ich kann ihn benennen. Okay, dann benennen ihn irgendwie, ist egal wie. Gustav. Der macht die Unterscheidung. Also die Entscheidung. Gustav. Gustav ist eigentlich gut für einen Stegosaurus. Gustav der Stego. Und dann hat er noch geschissen. Gustav der scheißende Saurus. Gustav. So, guck mal, nimm dir mal das warte mal, ich nehme jetzt erstmal das alles raus. So, dann kommst du jetzt mit mir. Sehr schön. Okay, der ist zwar... Oh, ich dehydriere gerade. Egal. Wenn du T drückst, kannst du... Drück mal T. Gedrückt. Hä? Ja, ich weiß. Gedrückt halten kann ich ihm Befehle geben, ja? Ja. Warum? Weil sonst muss man ja nicht mal auf den draufklicken. Ja, das ist schon praktisch, ja. So, und dann, Stop. Okay. So, wie sieht's bei dem hier aus? Der ist ja auch gleich getamed, das ist ja wunderbar. Ja, noch einer. Ja, ich hab mir den jetzt. Das ist jetzt Däppchen, der fünfte. Hey. Typ aus Level 5. Der will 17 ist ja dann. Ja, macht ja nix. Das macht mir über. Ich hab ja schon oft erwähnt, ich hab's lieber, wenn sie ein niedriges Level hin, dann kriegen sie schneller EP. Erfahrungspunkte und ich kann selbst entscheiden, in was sie gut sein sollen. Weil Däppchen ist ja kein, soll ja keinen Schaden machen, sondern
Äppchen soll ja bloß eine Tragelast sein, also ein Lastentier. Jetzt stehen wir alle um Däppchen rum. Ja. Frisst der die ganz, füttert ihr den oder frisst der wirklich so viel? Mach nichts. Ach, ich kann benennen. Däppchen der Fünfte. Wo ist mein Sattel? Habe ich den einstecken? Ich glaube, ich habe doch irgendeinen Sattel eben eingesteckt gehabt, ne? Nee. Natürlich fragt sich dann jetzt bestimmt Däppchen der Fünfte, was mit den anderen Däppchen alle passiert ist. Das weiß er schon. Ich muss dir mal in die Augen gucken. Der weiß Bescheid. Hast du den Sattel von Däppchen noch? Ich? Nee. Sicher? Ich hab keinen Sattel. Ich hab keinen Sattel. Parasaurus-Sattel? Hab ich den im Inventar? Ah, ich hab den doch im Inventar, ja, ich seh's grad. Ich sehe wieder nix. Däppchen! Okay, das war doch eigentlich eine recht erfolgreiche Folge. Würde ich fast bauen. Hey! Und tschüss. Nee, du hast den falsch geschrieben. Das muss schon eine 5 sein. Ja, doch 5. Ja, nicht ausgeschrieben, sondern richtig 5. Ah, Moment. Also wenn dann richtig. So. Das ist wunderschön. Gut, ich würde dann fast aber behaupten, die Folge ist rum. Also nicht nur fast behaupten, es ist so. Hä? Was ist das? Was liegt da? Ein Ei. Ach, ein Dilo-Ei. Ich möchte das haben. Tötet mich jetzt nicht. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.